Ja, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Let's Play Half-Life 2. Ja, nachdem wir ja Half-Life 1 bzw. Black Mesa durchgespielt haben, habe ich mir jetzt gedacht, ja, jetzt ist es doch mal Zeit, dass ich mal mit Half-Life 2 weitermache. Episode 1 und 2 werde ich auch Let's Play natürlich. Ich wollte eigentlich Half-Life 2 erst nach dem Feed the Beast Projekt starten, aber das liegt ja jetzt halt mehr oder weniger auf Eis, und vom Starkiller habe ich immer noch keine, ja, eindeutige Antwort bekommen, ob wir da jetzt noch was aufnehmen oder nicht und wann wir da überhaupt mal was aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, deswegen habe ich jetzt gesagt, gut, ich starte jetzt einfach mal mit Half-Life 2, dass mal wieder was anderes kommt außer Saints Row. Ich hoffe, es gefällt euch. Black Mesa kam ja auch ziemlich gut an bei euch, und deswegen starten wir jetzt einfach mal mit Kapitel 1, Punktangriff. Und damit geht's los. Wir starten rein in Half-Life 2. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie, und der gesamte Einsatz wäre umsonst, bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Punktangriff. Du denn eingestiegen? Ach, irgendwo da hinten, glaube ich. Ja, und hier sind wir also in Half-Life 2. Und wir sind in einem Zug, der gerade anhält. Weiter geht's nicht. Warum denn nicht? Frechheit. Willkommen in City 17. Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben oder nur durchreisen, zurufen: Willkommen. Ich nehme den Typen mal mit auf. Gehört ja auch dazu. Und der grinst mir schon zu blöd. Übrigens hat die Uhr keine Zeiger. Ja, wo sind wir denn jetzt hier? Da unten laufen noch so ein paar Namen durch, ne? Die Entwickler, Programmierer, die das Ganze hier ermöglicht haben. Ich habe mich übrigens mit der... Können wir hier durch? Nö, ne? Ne, geht natürlich nicht. Ich habe mich übrigens mal mit der Cinematic Mod 13 beschäftigt. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden. Aus mehreren privaten Gründen, ne? Ich mach er wieder. Weil ich muss ja das Ganze hier auch spielen und... Ey, guck mal! Ey, der greift uns gar nicht an. Sieh es mal an. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meine Verwaltungssitz da war ich nicht. Habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Aber das ist alles, Zitadelle. Was ich noch habe. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Daher möchte hey. Ich Ihnen, ob Sie bleiben, was? Hey. Zurufen. Waren Sie die Einzigen im Zug? In City 17. In Sicherheit. Ja, wir waren die Einzigsten, hm? Die Wachen hielten den Zug an und nahmen meinen Mann zum Verhör mit. Er sollte mit dem nächsten Zug nachkommen, haben sie gesagt. Aber immerhin, ich darf ja auf ihn warten. Ja, das ist ja immerhin schon mal was, ne? Ja, wie gesagt, ich habe mich bewusst gegen die Cinematic Mod entschieden. Sieht wirklich klasse aus, muss ich sagen. Aber es gibt zwei Faktoren, die mich potenziell gestört haben. Erstens Willkommen. Mal...
Willkommen in City Center. Der Typ da oben. Nee. Erstens mal, es gibt kein Fadenkreuz, was das Spielen wirklich extrem nervig macht, muss ich sagen. Also ich komme damit nicht klar. Zweitens mal ruckelt das die ganze Zeit und jetzt braucht mir keiner sagen, ich habe einen zu schlechten PC. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Sie fahren immer ab, aber kommen nie an. Und die ankommen, die fahren nie ab. Man sieht sie nie abfahren, aber sie sind immer voll. Niemand steigt ein, aber sie sind immer... City 17. Sie fahren immer ab, aber kommen nie an. Und die ankommen, die fahren nie ab. Man sieht sie nie abfahren, aber sie sind immer voll. Niemand steigt ein, aber sie sind immer... Sie fahren immer ab, aber... 647-E-Meldung. Da. Deinen Koffer haben sie auch, was? Lange kommen sie damit nicht mehr durch. Ja, hoffen wir es mal, ne? Wo Koffer? Ich hab keinen Koffer. Ich mache mir Mut, um weiterzugehen. Wir erhalten widersprüchliche Daten. Schon wieder Dr. Breen? Den konnte ich in City 14 schon nicht ausstehen. Willkommen, das hätte ich nicht zu laut sagen. Dies ist seine Operationsbasis. Sie sind in der besten unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. City 17 bedeutet mir so. Nun gut, ja, wie gesagt, ich habe mich bewusst gegen die Cinematic Mod entschieden. Erstens mal, weil es rumruckelt ohne Ende. Und aus noch anderen Gründen. Ich mache immer weiter, ne? Moment. Daher möchte ich Ihnen bleiben, durchreisen, zurufen. Willkommen in City 17. Was? In Sicherheit. Warum? Ich will da durch. Hey! Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich hab doch gar nichts gemacht. Nova Prospect. Doktor, halt jetzt. Was? C4. C4, was? Du Bürger, mitkommen. Warum? Gut, gehen wir mal mit, ne? Man will ja keinen Ärger haben. Da muss ein Fehler vorliegen. Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Hallo, Arschloch. Mir aus. Und jetzt? Brauchst du Hilfe bei dem? Nein, geht schon. Zurück. Okay, komm. Hoch die Fäuste. Komm, hoch ja, die Fäuste. Ich brauche was Privatsphäre für das hier. So. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Ach. Ich bin's, Gordon, Barney von Black Mesa. Ja, Mensch! Tut mir leid, ich musste den Kameras doch was bieten. Natürlich! Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern, sonst schöpfen sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln. Natürlich, natürlich. Ja, Barney, was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Hallo. Grundgütiger, Gordon Freeman. So ganz ohne Vorwarnung. Geht mir genauso, Doc. Er sah schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Barney, was hast du vor? Ich denk nach. Alex ist hier, irgendwo. Sie weiß sicher besser, wie wir ihn herbringen können. Naja, solange er nirgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. In Ordnung. Und, Gordon, schön, dich zu sehen. Ja, ne? Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleines Labor durchkommen. Klar. Oha, das hatte ich befürchtet. Rein hier, Gordon, bevor meine Tarnung aufliegt. Und jetzt? Stell was unter das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza. Ich treffe dich später. Okay. Na dann. Achso. Wir müssen erstmal die Leiter hoch. Ah, Mensch, kaum mal erstmal aus dem Zug raus. Schon wieder Hektik, 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 Mensch. Der Freeman hat aber schon ein anstrengendes Leben. Soll ich mal hier runterspringen? Gut. Tür. Ui, wir laden zum ersten Mal Daten. Das ist ja hier schon. Wir gehen ja schon richtig in die Vollen. Geht natürlich ganz schnell. Hier ist abgesperrt. Da können wir nichts machen. Ah, gucken wir mal, wo uns der Weg hinführt. Ich Nö. Bewegung. Was denn? Welchen Motiv unterdrückt die Kunde? Sicher 647 hier, vordere Nutz. Dose aufheben. Okay, pass mal auf. Ich sagte in den Mülleimer. Aua, 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 aua. Befasst sich mit einem biologischen
Respekt unserer Spezies und mit Deine Mutter wird entlassen. Je wieder abgeschaltet, werden wir uns wieder fortpflanzen. Erlauben Sie mir, mich mit diesem Tiefen. Hau doch mal ab von mir. Kriegst mich nicht. Zunächst ist zu beachten, dass wir als Spezies endlich Sterblichkeit erlangen können. Ach, der Typ geht mir auf die Nerven jetzt. Diese schlichte Tatsache hat gravierende Konsequenzen. Sie erfordert eine komplette Revision unserer genetischen Zwänge. Passt es jetzt? Sie erfordert außerdem unserer neuralen Programmierung gegen gesetztes Denken. Mir hilft in Momenten des Zweifels das Wissen, dass unser wahrer Blödmann. Feind der Instinkt Instinktstandpate in der Kindheit unserer Rasse. Der Instinkt beruhigte und beschützte uns in den Zeiten, als wir über schwachen Flammen Speere härteten. Ich will mal wissen, was der Typ da jetzt erzählt. Als noch jeder Schatten an der Höhlenwand uns aufschreckte. Wäre schön, wenn das mal von vorne anfangen würde. Der Instinkt hat einen dunklen Bruder, den Aberglauben. Der Instinkt ist untrennbar mit irrationalen Impulsen verwoben. Dies zeigt sich jetzt ganz deutlich. Ist ja jetzt auch egal, ich will mich jetzt hier nicht ganz so lang aufhalten. Wir machen mal lieber weiter. Stemmt sich mit aller Macht gegen den Untergang. Der Instinkt würde unsere Rasse ins Verderben stürzen. Der Instinkt erschafft eigene Unterdrücker und hetzt uns gegen sie auf. Der Instinkt in uns fürchtet das Unbekannte und sieht seine Möglichkeiten nicht. Der Instinkt verführt uns hinterrücks und heimlich fort von Veränderung und Fortschritt. Daher muss er ausgemerzt werden. Daher muss er bekämpft an der Wurzel. Ey, keine Fotos. Mann. Tach. Dass sie uns vor diesem überwältigenden... Bist du behindert? Ich mach gar nichts. Ich lauf hier nur rum. Mann. Nirgendwo darf man hin hier, ey. Kann man auch nichts machen. Ich möchte Ihnen versichern, dass das Hemmfeld abgeschaltet wird, sobald wir uns im Griff haben. Sobald wir bewiesen haben, dass es nicht mehr nötig ist. Und dieser Moment des Glücks, das weiß ich aus sicherer Quelle, steht kurz bevor. Das ist ja eine tolle Wurst. Gut, keine Ahnung, von was der da jetzt hat labert. Irgendwas von Hemmfeldern und Fortpflanzungstrieben. Ja, ich gehe ja schon. Auch gesperrt. Ja, wir gehen mal hier in die Gasse rein. Mal gucken, was hier so gibt. Zum Beispiel eine Leiter. Die können wir mal runterklettern, hochklettern. Dann können wir hier runterspringen. Ey, was machen die da? Ey! Kriegst mich nicht. Blödmann. So beginnt es immer. Erst ein Haus, dann das ganze Viertel. Ich weiß nicht, was sie bei uns wollen. Sie werden schon einen finden. Was ist denn hier los? Hallo? Dann halt nicht, weißt du? Dann geh ich halt wieder. Was können wir hier machen? Irgendwelchen Zeugs drehen. Aber hier irgendwo ja auch. Ging doch gerade. Hey, ich will da drauf. Yay. Nö.
Gut, schön, überall stehen hier Soldaten rum. Das passt mir mal überhaupt nicht. Ne? Müssen wir erstmal Daten laden. Eieiei, ich weiß, ich mache gerade ein bisschen Blödsinn, aber so viel Zeit muss ja auch mal sein. Ich kann ja hier nicht immer nur durchrushen. Man muss auch mal ein bisschen Blödsinn machen. Na, wo geht's denn hier hin? Müssen wir jetzt hier rein? Oder was ist mir denn hier? Oh. Stopp da. 603 Eindringlingsalarm. KP überrannt. Eindämmung nicht möglich. Bewegung. Noch nicht gestellte Fragen zu erahnen. Wissen unsere Gönner wirklich, was gut für uns ist? Oh, ich dachte, du warst ein Bulle. Der gehört schon um. Für die Menschheit. Wird das Hempfeld hier wieder abgeschaltet? Sie hast du hier geklopft? Ich sag's ja, als nächstes holen sie uns. Nein, ich hoffe, du hast auch recht. Mich mit diesen tiefer liegenden Sorgen auseinanderzusetzen, statt mögliche unausgesprochene Fragen zu beantworten. Zunächst ist zu beachten, dass wir als Spezies... Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal Randale hier, so. Ein Stuhl aus dem Fenster. Mann, Alter, ich will jetzt den Stuhl aus dem Fenster schmeißen. So. Lasst euch doch nicht hier unterdrücken von denen. Nix da, das reicht nix. Das Rebellion. So. Und Aufruhr und was weiß ich alles. So. Wir rebellieren jetzt, wir gehen auf die Barrikaden, wir lassen uns doch nicht hier von den... Ich halte nicht mehr aus. Von den Combine hier da unterdrücken, da Fernseher her und raus damit. Zack. Wann hört das endlich auf? Keine Sorge. Bitte. Geht auf die Straße, wehrt euch gegen die Unterdrückung durch die Combine. Mensch. Muss erstmal der Freeman hier kommen und mal wieder was ansagen. Befriede. Achtung Anwohner. Falsche Personenzahl in Ihrem Block. Hopp. Bei Kooperation mit Ordnungsschutz vollständiger Ration. Hier rein. Okay, alles klar. Hoch zum Dach. Okay. Jetzt beeil dich doch. Okay. Hilfe. Achtung. Schnell raus. An alle Bürger in diesem Wohnblock. Bitte an den Inspektionsplatz. Nein. Schnell, rein hier. Lauf weiter, hoch zum Dach. Okay. Los jetzt. Ja, alles klar. Da muss ich aber erstmal Daten laden. Okay, schnell. Hoch auf dem Dach. Mensch, das sind gute Leute. Die helfen uns. Bringen sich selbst in Gefahr, um uns den Arsch zu retten. Jetzt müssen wir aber mal schnell weg hier. Lauf, Riemen, mein Freund. Bisschen auf der Flucht. Oh. Ah, schnell hier rein. Okay, wohin jetzt? Wohin? Ich höre die Dings piepsen hier. Da geht's nicht weiter. Dann hier runter. Oh. Hilfe! Nein! Hier drüben! Ha, nein, Nexus! Der Freeman ist schon wieder ins Licht gegangen. Was ist dort? Oh, guten Tag, Dr. die schöne Freeman, Dame. Vermute ich. Ja, Sie vermuten richtig. Los, Beeilung. Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. Uiuiui, Mensch, die hat ja hier gut aufgeräumt. Dr. Kleiner meinte, du würdest kommen. Vermutlich hat er die Wegbeschreibung vergessen, oder? Ja, doch. Ich bin Alex Vance. Mein Vater war damals in Black Mesa dabei. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Du sagst nicht viel, oder? Ah, an Eli Vance können wir uns noch erinnern, oder?
Er war auch bei Black Mesa dabei, der Herr Administrator. Wenn es um Breen geht, sieht mein Vater rot. Ja, ich auch. Arroganter Schnösel. Ja, ich schau dich auch an. Und wir laden Daten. Komisch, dass du gerade heute auftauchst. Warum denn? Wir helfen Menschen zu Fuß aus der Stadt zu fliehen. Eine gefährliche Route zu Dads Labor, durch die alten Kanäle. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Komm, ich spendiere dir einen. Oh, wie großzügig. Oh, und übrigens, nett, dich kennenzulernen. Ja, ebenfalls, ne? Oh, wo sind wir denn hier jetzt? Verflixt doch mal. Wo ist die hin? Lamar, komm raus da! Oha, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, Alex. Nun, fast in Ordnung. Ja, Lamar ist wieder aus ihrer Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast vermuten, dass Barney sie gefangen und... Meine Güte, ach, Mensch. Gordon Freeman. Ja, guten Tag. Bist du wirklich? Natürlich. Ich fand ihn draußen, den Streuner. Ist schon ein Tunichtgut, oder? Wir verdanken Dr. Freeman viel, auch wenn er uns nicht selten in Schwierigkeiten bringt. Hey. Ich muss sagen, Gordon, dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Dieser Durchbruch ist allein ihr Werk, Doktor. Du bist ein Hui! Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Da bist du ja. Mein Gordon, die sind aufgescheucht. Hui! Das ist lustig. Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Hui! Das stimmt, Barney. Dies ist ein bedeutender Moment. Wir weihen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransporter. Es funktioniert? Hui! Nächstes Mal? Weil diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Katze? Wir haben seitdem viel dazugelernt. Sehr viel. Katze? Doc, wenn er nicht auf die Straße geht, soll er zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir die Ehre. Muss wieder zurück zum Dienst. Aber okay. Was gibt's denn jetzt? Ach ja. Dieser berühmte Anzug. Na also. Ah! Verdammt, nimm's mir ab! Lamar, da bist du ja. War das Viech nicht erledigt? Auf keinen Fall. Keine Angst, sie ist gestutzt und völlig ungefährlich, Gordon. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Erfolglos. Ich will es nicht mehr sehen. Hier, meine Kleine, hüpf rauf. Nein, nicht darauf. Nein, nein, Vorsicht, Lamar, die gehen leicht kaputt. Verdammt, es wird Tage dauern, bis ich sie da rauslocken kann. Ha, mit Glück noch länger. Barney, du kannst nicht mit Tieren. Nun, Gordon, auf geht's. Schlüpft in den Anzug. Yay. Yeah. Der Freeman ist am Start. Und, wie sehe ich aus? Gordon, dein Schutzanzug passt dir immer noch perfekt. Natürlich. Zumindest teilweise. Was? Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, aber dies ist das Wichtigste. Also... Der Mark V-Schutzanzug ist jetzt noch komfortabler und benutzerfreundlicher. Oh je. Doc, dafür ist keine Zeit. Hat wenigstens den Anzug auf, Gordon. Gute Idee. An der Wand ist ein Ladegerät. Du kannst deinen Anzug jetzt an Combine-Ladestation aufladen. Sie gibt das an all ihren Kontrollstrecken. Mhm. Lasst uns inzwischen diesen Laden schmeißen. Ja, das war aber nicht viel. 25% gerade mal. Jetzt mach hin. Ach, guck mal, da ist der Freeman.
Und das muss der Breen sein, der ist durchgestrichen. Und das ist der Dr. Kleiner. Und wo ist denn der Eli? Ach, da ist der Eli. Da ist er, der Eli Vance. Den kennen wir ja aus Black Mesa. Jetzt hör doch mal auf, mich rumzuschieben. Mann, Mann, Mann. Gordon, stell dich doch dort neben die Schaltkonsole und warte auf mein Zeichen, ja? Okay. Ja, bist du dort? Ja, Eli. Es gab hier eine kleine Verzögerung. Du errätst nie, wer heute Morgen in unser Labor gekommen ist. Sag mir nicht, wer das ist. Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit deiner reizenden Tochter auf den Weg schicken. Bist du bereit, von Stad? Wir sind hier alle bereit. Tun wir es einfach. Also, der masselose Feldfluss sollte sich selbst begrenzen und die Parameter stehen auf CY-Basis und LG-Orbifold einschließlich über. Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Das hatten wir schon mal. Hey, ja, wegen der Katze. Initialisierung in 3, 2, 1. Oh, verflixt. Was nun? Doktor, der Stecker. Oh ja, du hast recht. Gordon, könntest du uns einstöpseln? Ja gut, tun wir mal Stecker genau wieder rein. Gordon. Zack. Ausgezeichnet. Gordon, betätigt den Schalter. Welchen Schalter? Nur keine Scheu. Ach, den Schalter. Na dann. Sehr gut. Schlusssequenz beginnt jetzt. Wow, wow, wow. Okay. Und, hat es geklappt? Sieh doch selbst. Hey, Doc. Oh, Gott sei Dank. Was bin ich erleichtert. Gute Arbeit, Izzy. Es war nicht nur mein Verdienst. Dr. Freeman hat mir sehr geholfen. Lasst uns Gordon jetzt hierher holen, ja? Ganz recht. Wir sprechen uns gleich wieder. Sauber, Gordon. Schalter ein und so. Dein MIT-Studium macht sich echt bezahlt. Naja. Okay, Barney, jetzt du. Uff, danke. Sobald du deine Position Alter. Eingenommen hast, senden wir dich zu Eli. Knapper geht's echt nicht. So, ich stehe bequem, ja? Ausgezeichnet. Initialisierung in 3, 2, 1. Barney, wärst du so nett? Viel Glück da draußen. Ganz recht. Es kann losgehen, Gordon. Bon voyage und viel Glück für die Zukunft. Schlusssequenz. Zum Teufel! Was ist denn? Oh. Das ist dein Schoßtierchen, das verdammte Viech. Oh, oh. Nein! Vergiss es einfach! Hilfe! Gott, tu nichts! Was macht die? Irgendetwas zieht ihn weg! Was hat das zu bedeuten? Wer sind sie? Niemand! Sind sie hereingekommen? Gar nicht! Ja. Er ist wieder da! Ich hol ihn da raus! Du kannst doch nicht einfach reinwarten, es würde dich aufschälen! Hund ist weg! Was ist los? Wenn ich nur wüsste, es gibt unerwartete Interferenzen! Schalt das Ding aus! Da ist er! Wir verlieren ihn wieder. Dieser Mann. Ich bin mir fast sicher, dass... Nö. Gordon Freeman. Nein, 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 nein. Hilfe! Ich bin unter Wasser. Er kam nicht durch. Wo ist er dann? Hilfe! Hilfe! Wow. Hilfe! Abschalten, abschalten. Ui, ich schwebe. Du musst hier raus. Los. Runter, weg. Hey. Ich komm dich holen. Boah, endlich. Wird man hier erstmal quer durch die Welt gebeamt in irgendwelche fremden Büros und unter Wasser und dann wird man fast von dem Viech gefressen. Das lassen mich die Teile hier aber auch nicht in Ruhe. Wo geht's denn jetzt lang überhaupt? Mann, 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 immer dieser Ärger mit der Technik heutzutage. Mann, du, Mann, du, Mann, du. Da muss ich erstmal Daten laden, um mich zu beruhigen, ey. Mann, 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 immer diese verrückten Wissenschaftler mit ihren Geräten.